Kunstwerke erzählen Geschichten. Schöne, verklärte und drastische Geschichten. Die Jahresausstellung Der rote Faden im Kunstmuseum Columba startet mit der umweltkritischen Installation Keine Kunst, aber Tatsachen von Felix Dröse. Und das beginnt hier unten sehr drastisch mit zwei teerverschmierten toten Seevögeln, die wie in einem gläsernen Grab eigentlich bestattet worden sind und auf einer Holzplatte stehen, die man wie ein Schiff mit einem Bug lesen könnte. Also eine Fahrt möglicherweise ins Jenseits hinein. Ein altes, antikes, mythologisches Thema. Weglassen, hinzufügen, ausschmücken. Auch das gehört zum Geschichtenerzählen. Im zentralen mittelalterlichen Bilderzyklus über das Leben des heiligen Severin sind oft die komplexen Geschichten mehr oder weniger frei erfunden. Es kommt auf das Detail an. Für welches Detail entscheidet man sich? In einem einzelnen Bild zum Beispiel, in einer einzelnen Skulptur, wenn man viel mehr als nur dieses Detail erzählen will. Wir stellen eine wunderbare Skulptur, ein Fragment des heiligen Martins aus, wo man allein im Fragment noch die ganze Geschichte des heiligen Martins mit seinem Schwert teilt er den Mantel und reicht in dem Bettler, der auf der Straße sitzt, erzählt wird. Menschen brauchen manchmal auch erfundene Geschichten, wie zum Beispiel die spätmittelalterliche Figur des nachdenklichen Christus in der Rast. Sie ist nicht in den Evangelien überliefert, trotzdem war sie damals eine wichtige Identifikationsfigur. Deshalb ist das mit dem roten Faden hier besonders spannend. Die Erzählung, die hat sich aus einer Frömmigkeitshaltung heraus im 15. Jahrhundert entwickelt und nicht aufgrund der schriftlichen Überlieferung, sondern aufgrund dieses Bedürfnisses, Christus in der Passion, kurz bevor er dann ans Kreuz genagelt wird, ganz auf sich zurückgeworfen, ganz alleine auf einem kalten Stein, wie es heißt, sitzend, in seiner ganzen Nacktheit, Verletztheit, Fragilität, als ein Individuum im Grunde genommen vorzustellen. Die erschütternde Videoinstallation von Marcel Odenbach In stillen Teichen lauern Krokodile überträgt die Leidensgeschichte Jesu auf heute und erzählt von dem fragilen Zusammenleben von Tätern und Opfern in Ruanda nach dem Völkermord. Ein sehr eindrucksvolles Video, das eine lange Geschichte erzählt, die von einem paradiesischen Land berichtet, in dem sich Ungeheuerliches zugetragen hat und eben danach forscht, wie geht man nach einem solchen Leid in einem solchen Land eigentlich miteinander um. Viele der ausgestellten modernen Werke setzen sich auf unterschiedliche Weise mit dem Leid der Menschen auseinander. In Bildern, Skulpturen, Installationen oder Künstlerbüchern. Manchmal reißt der rote Faden auch ab. Mit heiterem philosophischem Ernst erzählen die Fotoarbeiten Vasenextase des Künstlerehepaars Blume vom freien Fall und erinnern mit Augenzwinkern an eine Welt aus den Fugen. Das Kunstmuseum Columba spinnt dieses Jahr den roten Ausstellungsfaden bis in die Geschäfte Kölns und überrascht mit der Aktion Shopmovies von Olaf Eggers. Der rote Faden bleibt für jeden überall eine Herausforderung. Ich hoffe, dass man in der Ausstellung nicht nur diese langen Geschichten, Tragödien eigentlich in Kunst und wie Kunst sie uns bewusst macht, erleben kann, sondern im einen oder anderen Fall auch den Trost, den die Werke in diesem Museum sicherlich auch spenden wollen.